Ja, und damit ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe für den 3D-Druck, Modellbau und so weiter. Also sprich alles, was irgendwie mit dem 3D-Druck zu tun hat. Wir haben uns im letzten Part so ein bisschen die Oberfläche vom Blender gekümmert. Dabei ist mir leider die Steuerung so ein bisschen untergegangen. Die können wir aber jetzt in der Thematik oder rund um die Thematik der Modellierung natürlich auch noch prima mit einbauen. Und vorab sei nochmal gesagt, ich erkläre euch hier so ein bisschen den Workflow, welchen ich verwende. Jeder entwickelt so im Laufe der Zeit oder im Laufe der Jahre natürlich auch so einen ganz eigenen Workflow, ne, die einen verwenden zum Beispiel die Buttons der entsprechenden Sidebars, also zum Beispiel der Toolbar auf der linken Seite. Ich mache das im Regelfall für gewöhnlich nicht. Ich mache das Ganze mit entsprechenden Tastenbefehlen und bzw. sogenannten Hotkey bzw. Shortcuts. Wie gesagt, ich erkläre euch das entsprechend nach meinem Workflow mit den zugehörigen Shortcuts bzw. Tastenbefehlen, um euch einen möglichst einfachen, schnellen und effizienten oder zielführenden Weg mitzugeben, um auch eure eigenen Modelle erstellen zu können. Wir steigen nicht groß drum rum, wir steigen direkt ein und schauen uns unsere Blender-Szene wieder einmal an. Wir haben in der letzten Folge diese Szene im Grunde auch verlassen. Wenn du dich noch so ein bisschen für die Oberfläche dieser Blender-Szene interessierst, schau gerne im vorherigen Part einmal vorbei und ansonsten folgt im nächsten Part die Thematik rund um das Material, UV-Mappen, Texturieren, also sprich der farblichen Ausgestaltung eures Modells. Ja, was haben wir jetzt hier in der Szene? Wie im vorherigen Part ja bereits erklärt, haben wir einmal die Kamera, unsere Lichtquelle und unser Mesh bzw. unser Objekt. Wenn ihr mal irgendwie nach etwas googeln solltet oder dergleichen, empfiehlt es sich, nach Mesh zu googeln, also Objekt als Mesh zu benennen, da das im Grafikdesign der Ausdruck oder die Bezeichnung für eben die einzelnen Objekte ist. Ansonsten gilt in dieser Szene nicht die Auswahl mit der klassischen linken Maustaste, ganz wichtig, sondern ausgewählt wird in der Szene mit der rechten Maustaste. Diese Regel gilt jedoch nur für die Szene. Das heißt, die Szene ist immer nur der Bereich, in welcher sich euer Objekt befindet. Oder eure Objekte. Ne? Oder Meshes, wie auch immer. Alles andere, sei es jetzt die linke Toolbar oder die rechte Sidebar, lässt sich ganz normal Checkboxen etc. mit der linken Maustaste bedienen. Die Bewegung innerhalb der Szene findet über die dritte Maustaste statt. Diese ist bei ganz vielen Mäusen auf dem Mausrad. Das heißt, ihr könnt euer Mausrad drücken und könnt euch dann perspektivisch um euren perspektivischen Mittelpunkt drehen. Dieser Mittelpunkt beschreibt nicht den Mittelpunkt um dieses kleine Fadenkreuz oder das Mesh oder sonstige Objekte, sondern einen nicht sichtbaren perspektivischen Mittelpunkt. So wird das Ganze bezeichnet. Der ist nicht zu sehen und darum könnt ihr euch perspektivisch bewegen. Dann könnt ihr mit der Großschreibtaste oder mit gedrückter Großschreibtaste und dem Mausrad seitlich bewegen. Das heißt, wenn ihr jetzt vom Heck eines Fahrzeugs zur Front eines Fahrzeugs bewegen möchtet, ihr aber zu nah an einem Objekt seid, dann könnt ihr das Stück für Stück nach rechts oder links schieben, ne? Je nach Bedarf. Dann habt ihr natürlich auch die Funktion des Zoomens. Mit dem Mausrad ist das nicht ganz stufenlos und relativ grob.
Das Ganze könnt ihr noch ein bisschen was präziser gestalten, wenn ihr den Zoom mit gedrückter Steuerungstaste tätigt und gedrücktem Mausrad, dann habt ihr einen stufenlosen Zoom. Dann haben wir die Numpad-Funktionen. Ich nutze diese mal, ja, mal mehr, mal weniger. Es gibt zwei Perspektiven in Blender oder es gibt generell zwei Bearbeitungsperspektiven. Es gibt die Perspektive und es gibt die orthografische Ansicht. Die orthografische Ansicht kann mit Numpad 5 zwischen der perspektivischen gewechselt werden. Das könnt ihr ganz oben links in der Szene sehen, in welcher Ansicht ihr euch befindet. Das ist jetzt die orthografische oder aber die perspektivische. In der orthografischen könnt ihr mit Numpad 7 in die Top oder Numpad Steuerung und 7 in die Bottom, also sprich genau der umgekehrten Richtung oder Numpad 9, Numpad 1, Entschuldigung, in die Front oder in die Heckansicht oder Numpad 3 in die rechte oder linke Ansicht wechseln. Die orthografische Ansicht bietet gegenüber der perspektivischen natürlich die Vorteile, dass hier keinerlei perspektivischen Verzerrungen stattfinden und das Modell wirklich 1:1 auf euren Bearbeitungsscreen übertragen wird. Auch hier gelten die gleichen Steuerungsbefehle, das heißt gedrückte Shift-Taste. Ihr könnt euch nach links, rechts, oben, unten bewegen oder aber gedrückte Steuerungstaste für den stufenlosen Zoom. Dann wechseln wir wieder in die Perspektive. Dann muss man zwischen zwei Modis unterscheiden. Wir haben einmal den sogenannten Object Mode, also den Mode, in dem wir uns auch gerade befinden. Das könnt ihr hier unten in der Button Bar ganz gut erkennen. Oder aber den Edit Mode. Wenn wir jetzt eine Bearbeitung an einem Modell ausüben möchten, dann müssen wir das Ganze im Edit Mode machen. Ich gehe nochmal zurück auf Blender. Sekunde. Wenn wir jetzt diese zwei Würfel haben, dann sind das im Moment zwei getrennte Objekte. Jetzt gehen wir mal hin. Jetzt habe ich hier einen von einem nicht erwähnenswerten Baumarkt, Zollstock und eine schicke Zange, ne, so eine typische Filamentzange. Wenn wir jetzt diese beiden Objekte als die Würfel betrachten, wenn diese Würfel ein Objekt darstellen, dann können wir die beide nach rechts und links, oben, unten, also sprich, wir können sie zusammen bewegen. Wir können sie aber auch gleichermaßen im Edit Mode zusammen bearbeiten. Wenn aber beide getrennt voneinander sind, dann können wir auch beide getrennt voneinander bearbeiten und können auch beide getrennt voneinander bewegen. Vorteil oder auch Nachteil: Bauteile, wie jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die Zange ist eine Felge und der Zollstock ist ein Stück vom Rahmen, können so besser getrennt werden. Und auch wenn Objekte, sagen wir mal, die Felge sehr, sehr polygonlastig ist, dann geht die natürlich auf die Performance. Wenn aber alles ein Objekt ist, dann geht das natürlich noch viel, viel mehr auf die Performance. Das heißt, Rahmen und Felge zum Beispiel getrennt lassen, ne, hat den Vorteil, die Felge lässt sich leichter bearbeiten, weil sie nicht so performant ist. Wenn beide Objekte zusammen sind, gehört natürlich, ne, sind entsprechend mehr Polygone vorhanden, die im Edit Mode abgerufen werden müssen, als im getrennten Zustand. Daher beide Objekte oder beide Baugruppen getrennt voneinander bearbeiten. Wie das Ganze im Einzelnen funktioniert, komme ich später noch drauf zu sprechen. Das sind dann sogenannte Parents oder auch Joints. Und ja, wie gesagt, das erkläre ich zu einem späteren Zeitpunkt des Videos noch einmal. So, dann, wie gesagt, haben wir den Edit Mode. Den können wir zwischen oder mit der Tab-Taste zwischen Object und Edit Mode wechseln, sofern wir ein Mesh ausgewählt haben. Das funktioniert bei zum Beispiel Lichtquellen oder der Kamera nicht, sondern lediglich bei
bearbeitungsfähigen Objekten wie jetzt Mesh oder Curves, Texte etc. So, wir gehen in die Bearbeitung des Würfels. Wir können mit NumPad, an den Würfel heranzoomen bzw. unseren Zoom-Border auf den Würfel beschränken. Blender hat eine sogenannte Zoom-Border. Das ist im Grunde nichts anderes wie eine Begrenzung des Zooms. Irgendwann ist der Zoom vorbei. Ne, mehr geht nicht. Um diesen Zoom-Border wieder zu annullieren und auf 0 zurückzusetzen, das heißt jetzt auf diesen Zustand, also so, jetzt sind wir auf genau Zoom-Border 0. Jetzt zoomen wir raus, bewegen wir uns in den Zoom-Border Minus-Bereich, der natürlich auch begrenzt ist. Und das ist, wie gesagt, wieder zurück Zoom-Border 0. Und wenn wir jetzt in den Zoom-Border Plus gehen, dann hat der natürlich eine Begrenzung. Und wie ihr seht, weiter geht es nicht. Also sprich, irgendwann ist ein Limit erreicht. Und so mit NumPad oder mit Komma 0 können wir den Zoom-Border immer wieder zurücksetzen. Das geht auch für markierte Flächen zum Beispiel, je nachdem, was wir denn gerade ausgewählt haben. Dann können wir mit der Taste A ein Modell entweder vollständig selektieren oder aber deselektieren, je nach Bedarf. Wenn wir mehrere Flächen selektieren möchten mit der rechten Maustaste, dann können wir das natürlich auch mit gedrückter Shift- bzw. Großschreibtaste und können dann auch entsprechend mehr Flächen selektieren. Dann haben wir die Tastaturbearbeitung, so nenne ich das jetzt mal liebevoll, mit relativ einfach zu merkenden Shortcuts. Das S steht für die Skalierung. So können wir zum Beispiel mit gedrückt, also wenn wir die Taste S einmal drücken, empfehlenswert, die Maus relativ weit an der Seite der Szene zu halten. Umso weiter haben wir hier dieses, dieses geriffelte Strichen-Dingen. Also wenn wir jetzt näher dran sind, dann haben wir da nicht viel Spielraum, daher weiter weg. Und von ein bisschen Distanz mit dem Skalieren beginnen. Dieses Skalieren können wir mit gedrückter Großschreib- bzw. Shift-Taste etwas präziser gestalten. Wenn wir diese Taste wieder loslassen, dann sind die Schritte was kräftiger, bei gleicher Distanz, mit gedrückter Shift-Taste etwas präziser. Ist gerade für entsprechende Feinbemaßung nicht ganz unerheblich. Wie wir zu den Maßen kommen, das erkläre ich euch gleich noch. Dann haben wir die Taste R für Rotation. So findet die Rotation auf der perspektivischen Achse statt, so wie wir uns gerade auf das Objekt konzentrieren oder wie wir das Objekt betrachten. Wir können diese Tastenkürzel oder diese Shortcuts mit Achsen kombinieren. Das heißt, wir drücken zum Beispiel erst R für die Rotation, dann drücken wir die Taste X, um die Rotation auf die X-Achse zu beschränken. Oder RY für die Y-Achse oder RZ für die Z-Achse. Dann haben wir die Taste G. G steht in dem Fall für die Bewegung. Also Bewegung für B passt nicht oder Move für Bewegung passt also auch nicht. Also G und Y zum Beispiel für die Beschränkung auf die Y-Achse, GX für die X-Achse oder GZ. Wobei wir die GZ aus anderen Gründen kennen oder aus anderen Hintergründen kennen, aber das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, so könnt ihr die entsprechenden Funktionen mit den Achsen kombinieren. So. Hier unten über die Button Bar könnt ihr natürlich auch noch auswählen, was ihr denn selektieren möchtet, ob den Flächenmodus, den Edge, also sprich den Linienmodus oder den Vertices-Modus. Oh, Entschuldigung. Extrudieren. Extrudieren ist das Grafikers liebstes Werkzeug. So, ne? Also sprich, die Modellierung steht und fällt mit dem Extrudieren. Ohne neue Flächen keine Modellierung. Extrudieren tun wir in meisten Fällen Flächen. So, wir können jetzt in dem Fall zum Beispiel mal
diese ja, ausgewählte Fläche auf der Y-Achse um, sagen wir mal, 50 mm extrudieren. Wobei, da fällt mir gerade ein, wir gehen jetzt erstmal auf die Maße. Wir können unter, wenn wir die Taste, also wenn wir das Sidebar hier noch nicht sehen können, dann mit der Taste N die Sidebar ein- und ausblenden und mit Mesh Display oder unter Mesh Display unter Edge Info die Range auswählen. Die Range zeigt uns entsprechende Bemaßungen des Objektes an und jetzt haben wir unseren Cube mit einer Kantenlänge von 2 Metern. An der Stelle ist es nicht ganz unerheblich zu wissen, mit was für Geräten wir am Ende drucken möchten. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten von euch einen 2x2x2 Meter Drucker bei sich zu Hause stehen haben. Ne, was sehe ich, irgendwo im Arbeitszimmer, irgendwie auf dem Schreibtisch, so ein Brecher von Gerät. Halte ich für ein Gerücht. Daher sind 2x2x2 Meter doch ein bisschen groß. Das gängige Maß von klassischen Home 3D-Printern oder klassischen Zuhause 3D-Druckern ist 200x200x200 mm. Häufig in der Höhe ein Ticken mehr. Beim Ender 3 beispielsweise haben wir da 250 mm oder 220 mm in der Grundfläche. Ja, wie gesagt, da ist die Größe natürlich beschränkt. Wenn wir jetzt einen Fahrzeugrahmen haben, der eben über diese 200 mm hinausgeht, dann müssen wir diesen leider stückeln, das heißt immer Stück für Stück aneinander ja, aufbauen oder na, also zumindest, dass wir dieses Druckvolumen behalten. Ne, wir dürfen dieses Druckvolumen nicht überschreiten, sonst können wir die Teile natürlich nicht drucken. Ergibt Sinn. Diese Verbindungen müssen wir dann natürlich mit entsprechenden Kontaktstellen wieder verbinden, sei es jetzt eine Steckverbindung, sei es eine Schraubverbindung, wie auch immer. Das müssen wir uns dann einfach zurechtmodellieren, je nach Bedarf. Wir skalieren uns aber diesen Cube, den wir da jetzt haben, von einer Kantenlänge von 2 Metern, 200 Meter hätte ich jetzt fast gesagt, von 2 Metern auf 200 Millimeter runter. Das heißt, hier gehen wir zurück nach Blender. Wir haben jetzt diesen Cube vor uns, drücken die Taste S, wenn wir den Mauszeiger hier irgendwo am Bildschirmrand haben, das ist ganz egal wo, Taste S und skalieren uns das Ganze entsprechend runter auf das Maß, was wir denn wünschen, Numpad, Komma, um wieder heranzuzoomen oder den Zoom-Border wieder neu auszurichten. Und dann justieren wir uns das so, wie wir es denn brauchen. Die Feinpräzision bzw. die Feinmodellierung kann mit gedrückter Shift-Taste, wenn wir denn umso näher am Objekt sind, etwas präziser ausgemacht oder ausgefeilt werden, wie auch immer. Daher ne, etwas näher ans Modell. Ach, Entschuldigung. Ja. So, jetzt haben wir eine 200 mm Kantenlänge. Das Ganze, wie eben schon einmal angekündigt, können wir natürlich jetzt entsprechend extrudieren. Das heißt, wir wählen uns die Fläche aus, drücken die Taste E fürs Extrudieren. Und wenn wir jetzt die Maus bewegen, wichtig nur einmal E drücken, sonst haben wir nämlich nachher ein Problem. Oder das würde nur für Fehler im Modell sorgen. Jetzt, wenn wir die Maus jetzt praktisch bewegen, tut sich hier schon was. Wir können jetzt entweder mit der linken Maustaste bestätigen und haben unsere Fläche da, wo wir sie nicht hinhaben möchten. Oder aber wir extrudieren. So, haben jetzt diese Bewegung in dieser Extrudierung und drücken dann die rechte Maustaste und brechen diesen Vorgang ab. Dann besteht die Extrudierung weiterhin, das lässt sich an diesen schwarzen Punkten erkennen, die wir jedoch nur in der Flächenselektion sehen. Das stellt im Grunde die Flächen dar. Daran erkennen wir, okay, da ist noch eine Extrudierung, wie wir sehen, wenn wir das jetzt einfach mal ein Stückchen herausziehen. Also können wir das Ganze jetzt auf der Y-Achse in die entsprechende Richtung ziehen. Das machen wir jetzt einfach mal mit der Taste G, Y und G
geben übers NumPad den Wert 0,05 ein. Die erste Nachkommastelle entspricht 10 cm, die zweite Nachkommastelle 1 cm, die dritte 1 mm und so weiter und so weiter. Also sprich, ihr könnt entsprechend über das NumPad die Werte, wie ihr denn extrudieren möchtet oder auf was für eine Distanz ihr das Ganze extrudieren möchtet, entsprechend mit angeben. Und ja, dann habt ihr entsprechend sofort das Maß, was ihr denn benötigt. In dem Fall sind es jetzt 50 mm. Das gleiche wiederholen wir auf der anderen Seite noch einmal. Und das Ganze wird dann natürlich mit Enter nach der Eingabe bestätigt. Die Enter, also der Druck auf die Enter-Taste ist damit so gesehen die Bestätigung des Arbeitsablaufs oder des Bearbeitungsschrittes. Oh Gott, oh Gott. Das Ganze können wir natürlich auch mit weiteren Flächen wiederholen oder mit zwei Flächen gemeinsam. Dann machen wir jetzt mal 20 mm als Beispiel. Dann haben wir die Funktion mit Steuerung R. Können wir einen sogenannten Loop Cut and Slide ausführen. Jetzt sehen wir erstmal nichts. Wir haben die Taste R gedrückt und jetzt hovern wir mit der Maus einfach mal über das Objekt. Jetzt haben wir so eine magentafarbene Linie, die in einer sogenannten Loop um das Objekt herum dargestellt wird. Je nachdem, wo wir denn gerade sind oder auf welchen Flächengruppen das Ganze gehovert wird, wird dann die Linien oder die Unterteilung vorsimuliert, so nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Das Ganze können wir mit dem Mausrad nach Belieben erhöhen oder aber reduzieren. Wir nehmen jetzt in dem Fall die Unterteilung von mal 3, also sprich auf 3 Flächen unterteilt, bestätigen dieses einmal mit der linken Maustaste, dann lässt sich das Ganze natürlich wieder wie beim Extrudieren nach rechts und links verschieben, brechen diesen Vorgang jetzt mit der rechten Maustaste ab, hat den Vorteil, dass sich diese Unterteilung dabei anfängt zu zentrieren. Und jetzt haben wir hier eine Unterteilung von 3 identischen Flächen. Das heißt, Loop Cut and Slide halbiert, drittelt, viertelt oder je nachdem, was man für einen Bedarf hat, um weitere Flächen zu schaffen aus einer, sagen wir mal, gut, das war jetzt hier zum Beispiel eine Planfläche. Jetzt möchte man hier das mittlere extrudieren, dann musste man sich das mal also auf eine Drittelteilung aufteilen. Und dafür ist eben Loop Cut and Slide, also sprich Steuerung R, für diese Funktion da. Das heißt, jetzt extrudieren wir uns den mittleren Teil einfach einmal, das heißt E, G, Z 0,05 für 50 mm. Und jetzt haben wir ja diese zum Beispiel 3 Erhebungen drin. Wenn wir jetzt diese 3 Erhebungen mit einer Spitze ausstatten möchten, dann machen wir das gleiche erneut. Heben das Ganze um 0,05 erneut an. Also haben wir wieder 50 mm angehoben und haben jetzt hier jeweils diese Erhöhung drin. Und da kommt jetzt erneut wieder ein kleiner Unterschied gegenüber dem visuellen Modellbau zum Tragen. Denn hier ist es jetzt wieder wichtig, eine ausreichende Unterteilung für den 3D-Druck zu haben. Denn im visuellen Modellbau ist es entscheidend, sehr sparsam mit Polygonen umzugehen. Ein Polygon ist praktisch eine Fläche, beziehungsweise eine Fläche muss immer, also eine vierkantige Fläche oder mit 4 Ecken wird immer zweigeteilt in sogenannte Twice oder Triangles. Triangle sind dann damit die Polygone. Das ist praktisch Computersprache. So, und umso mehr Polygone vorhanden sind, umso performancelastiger wird das Ganze. Aber für die Modellierung ist es einfacher, mit vierkantigen Flächen zu arbeiten. Daher hat sich das eben als solches etabliert oder wurde das der Einfachheit halber so gestaltet. Wie gesagt, für den visuellen Modellbau ist es wichtig, sehr sparsam mit den besagten Polygonen umzugehen. Im Grafikdesign für 3D-Druck ist es hingegen andersrum. Wir benötigen sehr, sehr viele Polygone, da alles andere sonst im 3D-Druck unschön wäre. Ich habe jetzt hier schon mal ein Papier so ein bisschen zurechtgefaltet.
Dieses Papier, ich weiß nicht, kann man da sehen? Ja, so ungefähr, ne? So. Das hat jetzt 5 Flächen. 1, 2, 3, 4 und 5. Diese Kanten, die sich hierbei bilden, die würde man später im 3D-Druck sehen. Das heißt, hier wäre eine Kante, dann wäre da wieder eine Kante und so weiter. Also es wäre zwar augenscheinlich ründlich, mehr oder minder. So, ja, so einigermaßen. Also mit den entsprechenden Shadern ist es im visuellen Modellbau auf jeden Fall schon rund. Das reicht dafür vollkommen aus, aber für einen 3D-Druck muss das Ganze natürlich noch deutlich stärker unterteilt werden. Wenn wir jetzt als Beispiel jetzt hier diese Kante sehen oder das im übertragenen Sinne auf diese Kante übertragen, dann ist diese zu spitz oder zu scharf kantig. Das heißt, wir gehen in den Edge Select Mode, wählen uns diese Kante hier aus, beziehungsweise alle drei Kanten und drücken Steuerung B. Jetzt haben wir wieder so eine geriffelte Linie, ziehen die Maus etwas weg und stellen dann fest, okay, das Ganze wird entgratet. Auch hier haben wir wieder die entsprechende Bemaßung, die wir dabei beachten können. Aber das können wir auch mit dem Mausrad, also sprich, ich würde immer ohne Unterteilung erstmal auf das gewünschte Maß gehen, die Maus an der Position halten, damit sich das Maß nicht allzu stark verändert und dann mit dem Mausrad die gewünschte Unterteilungsstufe. Das könnt ihr ansonsten auch im unteren Bildschirmrand also auf der Buttonbar unter Segments haben wir jetzt 10 Unterteilungen. Das können wir jetzt mit der linken Maustaste bestätigen und haben dann das Ganze entsprechend entgratet, beziehungsweise das Ganze ist jetzt entsprechend was runder. Den gleichen Schritt können wir natürlich auch für die äußeren Kanten wiederholen. So. Und dann ist das später im 3D-Druck auch entsprechend entgratet, wenn man so will. Dann nehmen wir uns diese Kanten hier noch. So, machen wir da auch noch einen leichten Grat rein. Und das mache ich jetzt ganz bewusst, weil den Fehler habe ich nämlich schon entdeckt vorhin. Muss dazu sagen, ich habe vorhin schon einmal das gleiche Video schon mal aufgenommen, habe aber dabei verpennt, dass ich über meinen Mischpult natürlich auch ja so Sachen wie YouTube und Co., was ich im Hintergrund nicht abgeschaltet habe und dann ein anderer 3D-Druck-YouTuber im Hintergrund zu hören war und sich das mit meiner Stimme so ein bisschen überschnitten hatte, ist ein bisschen unglücklich gelaufen, deswegen mache ich das Ganze jetzt nochmal von vorne. So. Jetzt haben wir hier sogenannte Modellfehler. Wie kriegen wir die wieder weg? Das ist denkbar einfach. Wir können hier mit dem sogenannten Mergen arbeiten. Das nehmen wir uns den Vertice oder die Vertice-Auswahl, wählen uns den verformten Vertice aus, also den, der weggeht von der Ursprungsform. Ne? Und normalerweise müsste es ja jetzt hier gerade hochgehen. Damit wir den wieder in Form bringen können, können wir jetzt entweder hier dran ziehen und das Ganze wieder zurechtformen. Das wäre aber Quatsch, denn wir können auch diesen auswählen, dann den und dann drücken wir Alt M, um das Ganze zu mergen. Jetzt fragt euch der Merge, ob wir das Ganze at Center machen möchten, dann treffen die beiden sich in der Mitte. Ob wir das Ganze at First machen möchten, dann geht der letzt ausgewählte Punkt zum erst ausgewählten Punkt. Oder aber, wie wir es jetzt richtig machen, zum letzt ausgewählten Punkt. Sprich, damit wir hier einen geraden Abschluss haben. Das Ganze wiederholen wir an allen übrigen 7 Flächen oder an allen übrigen 7 Fehlern. Auf der anderen Seite ist das gleiche Spiel nämlich ebenfalls. So, und das Ganze ist jetzt auch nicht nur auf 2 Punkte beschränkt. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, Alt-M, at Center, wenn wir jetzt mehrere Flächen haben oder mehrere Vertices beispielsweise haben, dann können wir das damit auch machen. Diesen Kreis, den ich hier aufgerufen habe, den könnt ihr mit C und dann gedrückter linker Maustaste könnt ihr entsprechend mehrere Sachen auswählen. Mit dem Mausrad könnt ihr deselektieren und mit der rechten Maustaste könnt ihr den Vorgang natürlich auch wieder abbrechen. Dann das gleiche könnt ihr auch mit B, dann könnt ihr so einen Quader ziehen, um entsprechende Flächen auszuwählen. Ihr könnt auch entsprechende Flächen hinter dem Modell auswählen. Hier ist ja jetzt nichts ausgewählt, wenn ihr das Ganze im Wireframe-Modus macht.
Ja, das könnt ihr dann entsprechend auch mit den hinteren Flächen machen. Wireframe könnt ihr mit der Taste Z ein- und ausschalten oder aber hier unten unter Solid oder Wireframe entsprechend wechseln. Ne, Z ist der entsprechende Shortcut dafür. Und ja, ich distanziere mich an der Stelle von jeglicher Form des russischen Angriffskriegs. Ne, Z ist in dem Moment einfach lediglich der Wechsel zwischen Solid und Wireframe. Und ja, ne, das ist in dem Sinne schon ja der ganze Zauber. Viel, viel mehr ist das an und für sich gar nicht. Wenn wir das alles haben, können wir das Ganze im Grunde auch schon exportieren, wenn wir das denn möchten. Ja, das Ganze könntet ihr zum Beispiel unter File und dann Export, Export to STL, dann entsprechend mit den Bemaßungen, so wie ihr es gerne hättet, exportieren. Das brechen wir jetzt einfach mal ab an der Stelle, weil brauchen wir jetzt für den Moment nicht. Wir haben zum Beispiel, wenn wir uns das jetzt anhand des Brechermodells anschauen, haben wir das Ganze, wenn wir das exportieren, und das würde ich euch dann an der Stelle auch empfehlen, wenn ihr gerade etwas komplexere Modelle modellieren solltet mit vielen, vielen Bauteilen, sortiert euch das in Druckgruppen. So, wir haben jetzt hier bei dem Brecher zum Beispiel auch einzelne Druckgruppen. Und bei dem Brecher verzichten wir zum Beispiel auf eine Bauanleitung. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil wir nur einheitliche oder einmalige Steckverbindungen haben. Also wir haben jetzt keine Verbindungen, die sich irgendwo wiederholen. Ich demonstriere das einfach mal an dem Brechwerk, wenn wir da zum Beispiel die Seitenwand betrachten und die Rückwand. So, dann haben wir jetzt hier an der Rückwand zum Beispiel diese Nasen. So, rechts und links befinden sich die, da sich die Wände identisch im Aufbau befinden. Also die Aufbaustruktur der Wände beidseitig gleich ist. Wenn wir uns jetzt die Wand nochmal aufrufen, dann haben wir hier das Gegenstück dazu. Also sprich, hier wird eben diese besagte Nase eingesteckt, beziehungsweise hier knapp darüber. Also sprich, wir haben nur einmalige Steckverbindungen und dadurch macht sich das ganze Modell oder ist die Gestaltung des Modells an der Stelle fast narrensicher, wie man so sagt, glaube ich. Würde ich euch an der Stelle absolut empfehlen. Auch wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Modell im Druckservice bei uns bestellt, erhaltet ihr unsere Modelle in kleinen Zip-Tüten verpackt, auch in den entsprechenden Baugruppen. Ne, ihr kennt das von einem großen Klemmbausteinhersteller, wo dann auf den Tüten 1, 2, 3 und so weiter steht. Steht dann bei unseren Tüten zum Beispiel Baugruppe Brechwerk, Baugruppe Schüttung und so weiter und so weiter. Also sprich, es ist bereits vorsortiert und zum Beispiel, wenn man jetzt hier mal die Zugaufteile betrachtet, bei einem Brecher ist es so, dieser wird weitestgehend geklebt und das sind lediglich alle Zugaufteile, die beim Brecher benötigt werden. Ja, da kommt noch ein bisschen Klebstoff und so ein Zeug dazu. Aber jetzt haben wir hier zum Beispiel 6 Spindelmotoren, 2 Stumpfmotoren und eben, ich glaube, 15 Scharniere und eine Handvoll Schrauben. Die Schrauben sind in erster Linie, das sind M3x16. Für die Kettengliederverbindung und M4 Flachmuttern sind dabei, eben für die Spindelmotoren und das war es auch schon. Ne, viel mehr ist an dem Modell gar nicht groß zu schrauben. Ne, das meiste wird, wie gesagt, geklebt und so haben wir die entsprechenden Druckgruppen und können daher auf eine Bauanleitung verzichten. Anders hingegen bei zum Beispiel Modellen wie dem Tiefbettsystem. Da ist eine Bauanleitung beiliegend. Das ist allerdings auch bedingt, dass das Modell stark oder an vielen Stellen entsprechend verschraubt wird. Etwas komplexer und etwas aufwendiger, hat auch entsprechend mehr Zugaufprodukte. Und daher, also sollte insoweit selbsterklärend sein. Und so viel Info an der Stelle.
Ja, das ist soweit das Thema rund um die Modellierung mit Blender. Wie gesagt, in der nächsten Folge befassen wir uns mit der farblichen Ausgestaltung von unseren Modellen anhand oder mithilfe von Material oder Texturierung etc. pp. Und das ist im Grunde, wie gesagt, schon alles. Ne? Wie du siehst, es ist kein Hexenwerk, du kannst die Schritte gerne Stück für Stück bei dir nachmachen. Ne? Vielleicht das Video immer mal wieder pausieren und die einzelnen Schritte selbst einmal ausprobieren. Ne? Ruhig gerne so oft ausprobieren, bis du sie selber beherrscht. Ne? Und nicht einfach laufen lassen und hier zack, 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 aufbiegen und brechen. Dann setzt du dich in dem Moment selbst mit unter Druck und die Erfolgserlebnisse fallen dann eher gering aus. Ansonsten, um diesem Video ein gewisses Erfolgserlebnis bieten zu können, beziehungsweise um das Video auch unterstützen zu können, würde ich dich bitten, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen nach oben da zu lassen, abonnieren nicht vergessen und kommentieren. Sowohl YouTube als auch Facebook-Algorithmus freut sich darüber und wertet das Video entsprechend auf, damit eben der Algorithmus damit etwas gefördert wird, sage ich mal. Ich würde mich freuen, wenn du mich da mit dieser Tutorial-Reihe ein klein wenig unterstützen könntest. Wie gesagt, gerne ein Like da lassen und ich freue mich über deine Meinung bzw. dein Feedback. Gerne auch Bilder zu euren ersten Modellen einmal schicken. Würde ich mich sehr darüber freuen, um auch eure Erfolgserlebnisse so ein bisschen sehen zu können, was ihr denn anhand dieses Tutorials leisten konntet. Und ich freue mich über euer Feedback. In dem Sinne, bleibt gesund und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao.